Ein Pickup mit geländetauglichem Festaufbau plus Aufstelldach, das gibt es nicht allzu oft. Doch Moment, ich weiß, was ihr jetzt denkt und ihr habt recht. Sieht das nicht irgendwie bekannt aus, Martin? So kann das aussehen, wenn im Lebenslauf eben auch die Firmen Custom Campers und Toms Fahrzeugtechnik stehen. Ich habe hier viele Dinge, die ich sofort wiedererkenne und anderen Firmen zuordnen würde, aber sehe auch ganz viele neue Ideen, nämlich schon mal die Idee dieses Grundrisses auf einem Toyota Hilux Extra Cab. Und was der jetzt wirklich so kann, was neu ist und was vielleicht auch bewährte alte Ideen sind, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Der Busch Camper Hilux Extra Cab, so heißt das Werk von Julian Mandl, der also schon Toms Fahrzeugtechnik und Custom Campers als Stationen im Lebenslauf hat und jetzt sein eigenes Ding macht. Obwohl eigen nicht im wahrsten Sinne, denn die Ähnlichkeit innen ist in Sachen Ideen, Material und Umsetzung verblüffend, wenn man sich einen World Cruiser von Toms Fahrzeugtechnik so ansieht. Und auch wenn der Panamericaner von Custom Campers innen anders layoutet wurde, ist die Herstellungsweise doch beinahe identisch. Aber gut, warum nicht auf Bewährtes zurückgreifen, wenn beide Unternehmen sich doch schon einen echten Namen in der Szene gemacht haben? Schauen wir mal genauer hin. Fangen wir gleich mal mit dem Grundriss an. Zugang ist hier über die bewährte große Hecktür. Und dann gibt es einmal hier eine 1,90 Meter lange Sitzbank. Die funktioniert eben auch als Bett, wenn ich das Aufstelldach geschlossen lasse. Ich kann aber noch weitergehen. Ich kann diese Elemente vom Bett aus dem Dach nehmen und mir hier den Tunnel zumachen. Und dann habe ich hier wirklich auch ein großes Bett. Maße vom Bett unten dann 1,25 Breite mal 1,95 Länge. Dann kann ich eben auch im Sturm hier mal schlafen und das Dach zulassen. Das finde ich schon mal ein schönes Detail. Hier auf der Beifahrerseite ist eine große Küche mit Kühlschrank. 80 Liter hat das gute Stück. Hat aber auch ein sehr großes Tiefkühlfach. Das hätte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt gewählt. Hier drunter ist der Frischwassertank. Gut erreichbar mit der Wasserpumpe. Daneben ist die Standheizung. Nimmt aber auch einigermaßen Stauraum weg. Habe ich mir im ersten Moment gedacht, bis ich gemerkt habe, dass hier alles frei ist. Also Stauraum gibt es hier noch und nöcher. Die Taschen sind im Prinzip hier nur ein nettes Gadget. Wenn ich da meine Klamotten reinpacke, dann habe ich gleich die Rückenlehne. Aber das kennen wir ja schon von anderen Herstellern seit einigen Jahren. Kommen wir mal zur Fahrzeughöhe. Hier vorne endet ja im Prinzip die Extra Cab des Toyota. Das hier ist das Originaldach. Und der Bereich zwischen Bett und Dach ist als großer Stauraum ausgeformt. Da kann ich wunderbar die Bettwäsche reinpacken oder einfach leichte, große Staugüter. Da findet auch der Tisch Platz, den ich hier noch hinstellen kann. Und im ersten Impuls könnte man denken, warum macht man das ganze Fahrzeug nicht niedriger? Denn ich habe hier mehr als genug Sitzhöhe und Stehhöhe ja sowieso. Wir sind aber immer noch tatsächlich bei 2,55 Meter Gesamthöhe. Sprich containertauglich im Highcube-Container. Und die Idee von Julian war, wenn das Bett ausgezogen ist bis hier vorne, habe ich tatsächlich immer noch hier im gesamten Bereich Sitzhöhe. Finde ich eine interessante Idee. Ein Detail in der Küche fällt mir sofort auf. Wo ist die fest installierte Kochstelle? Das ist ja eigentlich das, was für eine Wohnmobilzulassung gefordert ist. Die ist nicht fest installiert tatsächlich, sondern mobil. Nämlich wird hier elektrisch per Induktion gekocht. Überraschung in so einem kleinen Fahrzeug eigentlich. Es gibt auch noch ein Fach für einen Gaskartuschenkocher draußen. Aber der Strom für dieses Kochfeld, der kommt hier aus einer LPS 2. Das ist so ein großes Powerpack von Liab. Da ist die Batterie, das Ladegerät und der Inverter enthalten. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Solarstrom in nordischen Ländern oder auch auf Winterreisen irgendwann alle ist, wenn ich damit kochen will. Wir probieren das mal aus. Wir machen mal das Kochfeld an und sehen mal, wie viel Strom da rausgeht. 260 Watt Solar gibt es auf dem Dach. Das LPS Powerpack gibt es als Option für 1.785 Euro extra. Kleiner Praxisversuch, der mit dem Fahrzeugtest eigentlich natürlich nichts zu tun hat. Wir haben mal das Kochfeld rausgeholt und 1 Liter Wasser zum Kochen gebracht. Das hat jetzt 4 Minuten bei 2.000 Watt Kochfeldleistung gedauert. Da hat das Gerät uns gesagt, wir können 40 Minuten lang kochen. Wenn ich jetzt immer sage, Nudeln kochen noch mal 10 Minuten plus die Soße dazu, dann ist um und bei ein Fünftel der Batteriekapazität weg für einmal Nudeln mit Tomatensoße. Ich glaube, das ist noch nichts richtig Gutes für Winterreisen. Dann vielleicht doch lieber auf den Gaskocher mit einer 2,8 Kilo Flasche aus der Standardversion zurückgreifen. Nach dem Essen geht's ab ins Bett.
85 cm lichte Höhe habe ich hier oben über dem Bett. Das Bett ist ausreichend lang, 2,20 Meter. Dementsprechend ist das mit der Fußfreiheit auch gerade noch so okay. Ich glaube, für große Menschen wird es ein bisschen eng. Was mich nicht so begeistert, das ist tatsächlich das Aufstelldach, also der Stoffbalk. Der ist schon sehr dünn. Wir haben eine extrem feine Gase, die ist sicherlich auch Blackfly-tauglich, aber sie ist sehr empfindlich. Und weil hier eben auch schon die Teleskopstangen sind, die Aufsteller, da habe ich ein bisschen Sorge, dass das nicht sehr lange hält. Da habe ich mittlerweile schon bessere Lösungen gesehen. Das ist sicherlich okay, aber weder besonders innovativ noch besonders wintertauglich, denn es gibt hier auch wieder keine PVC-Folie, die man zumindest einsippen kann. Die Mückengase ist fest, die kann ich also auch nicht raussippen oder tauschen. Die ist fest vernäht. Wie gesagt, das geht mittlerweile innovativer. Dennoch, der Innenraum punktet mit 3 Schlafplätzen und viel Stauraum. Der ist so groß, dass man die 406 Kilo Zuladung locker reißen dürfte, wenn man alles ausnutzt. Knapp 3,1 Tonnen haben wir gemessen, bei einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen. Gut. Das technische Rückgrat des Buschcampers. Der Wassertank ist mit 117 Litern ordentlich bemessen. Er versorgt Spüle und Duschkopf neben der Tür gleichermaßen. Warm Wasser gibt es vom 9-Liter-Boiler, der entweder über die Autotherm-Dieselheizung oder mittels Elektropatrone arbeitet. Ja, so viel also zum Innenraum des Buschcampers. Jetzt gucken wir natürlich auch mal von außen an. 2,55 Meter Höhe, also High-Cube-Container-tauglich. Ich kann ja auch durchkrabbeln, das heißt, ich kann das Fahrzeug reinfahren und hinten aus dem Heck wieder raus. Funktioniert super. Gibt viel Stauraum hier im Außenbereich, jede Menge Airline-Schienen, um noch alles Geraffel der Welt anzubinden. Als Basis haben wir hier den Extra-Cab. Und wenn ich die Tür aufmache, komme ich auch noch an den Stauraum ran oder kann auch im Zweifel, wenn ich möchte, hier rüber in den Wohnraum rein. Was mir hier an dem Testwagen gut gefällt, ist, dass das nicht so eine all-inclusive-volles Programmmaschine ist, wie ja häufig bei Testwagen. Hier ist der 2,8 Liter Turbodiesel drin, 204 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, keine Vollausstattung. Die kam erst im Nachhinein. ABS-Stoßstange, Seilwinde, fette Fernscheinwerfer, extra Lackierung. Was sehr schön gelöst ist, das ist hier der Bereich mit der Stromverteilung, mit Hauptschalter, alles gut beschriftet. Und auf der anderen Seite hat noch ein Kompressor Platz gefunden, aber auch der kostet natürlich Aufpreis. Der Zubehörmarathon geht auf der Beifahrerseite munter weiter. Schnorchel, Clearview-Spiegel, CB-Funk mit Antenne, zusätzliche Scheinwerfer auf dem Dach, große AT-Reifen, 265, 70, R17, Rockslider, abklappbarer Sandblechhalter, Kanisterhalter für Frischwasser. Hier ist wirklich jede Menge dran, aber so im Detail sieht das noch nicht ganz so schicki aus an vielen Stellen. Also man muss immer dran denken, da tritt jetzt jemand in den Wettkampf, in den Wettbewerb mit seinen eigenen ehemaligen Chefs und die werden genau hingucken. Und ich glaube, da muss er an manchen Stellen noch ein bisschen nacharbeiten. Aber jetzt fahren wir erstmal ins Gelände und gucken, wie das Fahrzeug überhaupt fährt. Fürs Gelände ist der Hilux mit einem Zuschaltallrad samt Untersetzung und einer Sperre hinten ausgestattet. Damit, das merken wir schnell, gibt er sich keine Blöße. Die Fahrt über die Verschränkungspassage oder die Verwindungspassage mit dem Buschcamper zeigt mir zweierlei. Zum einen, das optionale Fahrwerk von EFS scheint gut abgestimmt zu sein. Wir verlieren ja eigentlich kaum den Bodenkontakt, außer an einer Stelle. Da steht er mal auf 3 Rädern, ansonsten verschränkt es wirklich gut und das ist für ein Pickup viel wert. Das zweite ist, ich höre nahezu nichts, kein Knacken, kein Knirschen hier aus dem Aufbau. Und das ist ja auch entscheidend, denn der Pickup ist ja hier hinten aufgeschnitten worden und dementsprechend muss es natürlich auch gut gebaut sein, dass das alles hält. Und wenn das hier nicht knackt, dann tut es das im Gelände eigentlich auch nicht. Dass der Toyota Hilux zu den etwas durstigeren Gesellen gehört, das haben wir schon gelernt, ist jetzt hier auch wieder so.
Wir sind zwar den ganzen Tag im Gelände, aber so Hardtan haben wir doch noch nicht rangenommen. 15,4 Liter sagt er mir hier gerade auf 100 Kilometer. Aber ansonsten, piekfeines Auto, macht Spaß zu fahren. Wenn dann nicht diese nachgerüstete Unübersichtlichkeit wäre. Es gibt andere Spiegel, diese Clearview Mirrors, damit ich eben an der breiteren Kabine vorbeigucken könnte. Und andere Sitze. Und ich glaube, da ist das Auto echt verschlimmbessert worden. Also zum einen ist es super schlecht, aus diesen Spiegeln rauszugucken. Jedenfalls, wenn ich das vergleiche mit den Originalspiegeln, die fand ich eigentlich sehr viel übersichtlicher. Und ich kann diesen Sitz nicht über Höhen verstellen. Das heißt, ich habe hier tierisch viel Kopffreiheit, kann aber nicht über die Motorhaube gucken. Trotz 1,78 Meter. Also ich wünschte, ich würde hier irgendwo sitzen. Klar, ein bisschen kann ich mir die Rückenlehne noch gerade machen. Aber das war es dann eben auch schon. Das ist ein bisschen schade. Schade, aber sicher ein Punkt, an dem Buschcamper zukünftig noch arbeiten kann. Das Kurvenverhalten, das ist ziemlich anständig. Wir haben das ja gesehen in dem Ausweichtest, den wir immer vergleichend machen. Da regelt die Bordelektronik ordentlich nach. Da gibt es also keine Chance, dass sich das Fahrzeug aufschaukelt. Das ist also ein sicheres Fahrverhalten. Er fühlt sich auch nicht zu kopflastig an. Selbst wenn ich jetzt hier bei höherem Tempo das mal mache, dann wird da vorne ordentlich in die Bremse gegriffen und dann steht das Auto auch schon wieder, selbst bei Tempo 70. Also das fühlt sich ganz okay an. Aber klar, es ist ein hohes Auto mit einem sehr schweren Aufbau. 2,55 Meter ist eben auch ein Maß. Mit 5,70 Meter Gesamtlänge und der angesprochenen Höhe ist der Buschcamper Hilux aber immer noch kompakt. Allerdings ist so eine Extra Cab irgendwie auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Zwei Erwachsene und ein Kind, dann glaube ich, funktioniert dieses Auto echt gut. Aber dann muss hier hinten auch ein vernünftiger Sitzplatz sein. Aber wenn ich nur zu zweit reise, also ein Zwei-Personen-Camper, dann finde ich, glaube ich, eine längere Kabine auf einem Single Cab viel schlüssiger als diesen Flur, diese Abstellkammer. Klar, da passt eine Kühlbox oder sowas hin, aber es wirkt immer irgendwie improvisiert. Das kann mich nicht ganz so überzeugen. Aber vielleicht findet ja auch diese Bauform ihre Liebhaber. Die müssen allerdings über ein gut gefülltes Portemonnaie verfügen. In sinnvoller Ausstattung zum Reisen geht es bei 154.000 Euro los. Dazu gehören dann auch das Fahrwerk und die 3,5 Tonnen Auflastung. Beides definitiv empfehlenswert. Für diesen Preis bekommt man aber auch einen vergleichbar ausgestatteten World Cruiser 2 von Toms Fahrzeugtechnik. Unser Testfahrzeug kostet übrigens knapp 166.000 Euro. Ein stolzer Preis. Bei Buschcamper startet man von Beginn an sehr selbstbewusst in den Markt. Wer auf die vielen Offroad-Anbauteile verzichtet, von der Seilwinde über Rockslider bis zu den Extralampen, spart schnell 15.000 Euro und 100 Kilo Gewicht. Fazit. So, was kann er nun, der Buschcamper? Er kann jede Menge spannende Ideen bieten. Manche sind gut gelöst, manche sind so lala gelöst. So lala ist zum Beispiel hier die Stoßstange, eigentlich auch ein Unterfahrschutz, soll ja also auch Sicherheit bieten. Ich glaube, das kann sie nicht. Diese zwei Schrauben, mit denen das da hochgeschoben wird, das ist alles so ein bisschen wackelig. Und wenn man da einfach einen Knebel drauf gesetzt hätte, dass man das auch wieder arretieren kann, ohne im Werkzeug zu nutzen, dann wäre das sicherlich ein bisschen besser in der alltäglichen Nutzung. Ansonsten, dass ich ihn hoch und abklappen kann, ist eine gute Lösung. Dann eben auch als Trittstufe nutzen kann, gefällt mir auch gut. Ich finde auch das Inlayout gelungen. Es ist wirklich viel Platz drin. Man kann selbst mit drei Personen da drin sein und findet noch Platz. Das ist nämlich auch spannend, wenn man sagt, man lässt vorne in der Extra Cab noch einen Sitzplatz drin und fährt vielleicht mit zwei Erwachsenen und einem Kind. Können die Eltern oben schlafen, das Kind kann unten schlafen. Das funktioniert ja also auch ganz gut. Die Erreichbarkeit der Komponenten ist super. Ich habe hier meine Außendusche, ich kann den Wasserhahn nach draußen drehen. Ich habe wirklich den ausreichend guten Stauraum an den richtigen Stellen. Das ist alles super durchdacht, das gefällt mir gut. Was ich aber ganz stark bedauere, das ist die Tatsache, dass Buschcamper es nicht geschafft hat, sich von der Historie zu lösen und zu sagen, wir machen jetzt unser eigenes Ding und es sieht auch nach unserem eigenen Ding aus. Hier habe ich schon das Gefühl, dass ein bisschen Leute abgefischt werden, die sich bei Custom-Camper-Fahrzeugen wohlfühlen oder eben auch bei Fahrzeugen von Toms Fahrzeugtechnik. Und das ist schade, denn es wäre so einfach zu lösen gewesen, einfach ein anderes Material zu nehmen, einfach ein bisschen andere Gestaltung zu wählen. Dann wäre das wirklich ein eigenständiges Produkt. So ist es ein bisschen MeToo und ein bisschen auch kopiert.
Wenn ihr jetzt mal die Vorbilder im Test sehen wollt, dann schaut mal in unsere Videos vom World Cruiser 4 und dem Panamericana von Custom Campers. Und wenn ihr euch für Pickups mit Kabinen generell interessiert, auch da haben wir einiges in unserem Kanal. Abonnieren und nichts mehr verpassen.